Oh, gut siehst du aus. Danke. Manni, hast du Aftershave drauf? Ja, für mein Date. Das wird das erste Mal sein, dass sie meinen Duft wahrnimmt. Ihr Name ist Whitney. Ich kenne sie aus dem Online-Buchclub. Wir mögen beide Vampirromane. Und die Romantik ewigen Lebens. Ich finde es ganz zauberhaft, dass Manni ein Date hat. Er hat sich sogar was Besonderes zum Mittagessen ausgesucht. Käsesandwich und Tomatensuppe. Tomatensuppe, weil Sie wissen schon, Tomatensuppe sieht aus wie Blut. Vampire trinken gerne Blut. Und dann will er, dass wir alle in ein Eiscafé gehen, weil Manni eben gerne Eis isst. Oh, das ist sie bestimmt schon. Wenn das gut läuft, musst du nicht unbedingt hier bleiben. Hi, ich bin Whitney. Ich möchte zu Manni. Das ist ja so peinlich. Das tut mir echt leid. Ist schon okay. Online wirkt er wahnsinnig reif. Hm. Wie konnte ich bloß so dumm sein? Du bist nicht dumm. Dumm ist nicht auf sein Herz zu hören und das Wagnis der Liebe einzugehen. Ich meine, welcher Elfjährige drückt sich denn so aus? Manni hat eine reife Seele. Hier, nimm mein Taschentuch. Sehen Sie, was ich meine? Ich werde für den Rest meines Lebens allein bleiben, ist doch okay. Nein, sagen Sie das nicht. In meinem Land gibt es ein treffendes Sprichwort. Die Liebe wartet hinter der nächsten Ecke. Ich komme aus einem Dorf mit vielen Prostituierten. Auf Sie vielleicht. Ich meine, auf Sie stürzen sich die Männer doch sicher Tag für Tag. Sie würden sich auch auf Sie stürzen, wenn Sie... Wenn ich was? Sie mal ranlasse? Nein, nur Lippenstift, Haare, Push-up, ja, Sie wissen schon. Was soll der Quatsch? Ich werde sowieso nie so hübsch sein wie Sie. Glauben Sie mir, das ist sehr viel Arbeit. Nur auf die innere Schönheit kommt es an. Sie ist verborgen hinter einer Maske der Unsicherheit. Okay, er wird mir etwas unheimlich. Manni, ich spiele. Ich bin wieder da. Wir sind hier. Das ist Whitney. Wir verpassen ihr ein neues Styling. Hi. Sie haben eine sehr nette Familie und ein wunderbares Haus. Danke. Woher kennt ihr zwei euch? Sie ist mein Date. Klar, was sonst? Ich bin nebenan. Ich komme gleich wieder. Mhm. Tut mir leid, dass das nicht so gelaufen ist, wie du es dir gewünscht hast. Ist schon okay. Ich nehme an, du hast es dir auch anders vorgestellt. Ich sag dir was. Wenn wir in 10 Jahren beide keinen Partner haben, dann könnten wir es ja noch mal versuchen. Sehr verstörende Vorstellung. Aber warum nicht? Ich bin ein bisschen nervös. Ist nicht nötig. Du siehst bestimmt wunderschön aus. Tada. Boah. Oh, du siehst großartig aus. Jetzt musst du die Männer mit einem Schlagstock abwehren. Naja, ich weiß nicht. Kamera! Hi, entschuldige, dass ich unangemeldet komme. Ich wollte dir den nur bringen. Als Dankeschön, dass du gestern auf Lilly aufgepasst hast. Gracia, das wäre nicht nötig gewesen. Du weißt, ich liebe Lilly. Ja, ich weiß. Komm rein, sag Hallo. Oh, hallo, Manni. Cameron, das ist meine neue Freundin Whitney. Whitney, das ist Cameron. Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Das ist ein umwerfendes Kleid. Ach, das alte Ding. Was sagst du zu der Frisur? Oh mein Gott, wie Barbara Streisand in So wie wir waren. Einer meiner Lieblingsfilme. Ich mag den auch. Okay, wer liest hier The Forevers? Ich. Also ich bin so besessen von diesem ganzen Vampirkram. Ja, bin ich auch. Ich bin total verliebt in diesen Cameron. Ich habe das Gefühl, er ist der Richtige.